noch eine Treppe, die mein Sohn braucht. Na, ist zumindest angenehmer, um hoch auf das Podest zu kommen. Dafür habe ich ja schon Teile hier miteinander verbunden, um einfach ein bisschen Material auch zu sparen, weil letztendlich kommen da noch ein paar Kisten später rein. Aber jetzt muss ich erstmal die Teile verbinden. Das hier werden quasi die unteren Bausegmente von der Treppe. Auch natürlich in der weiß beschichteten Platte, sieht gut aus, brauche ich nicht nochmal lackieren. Und dann natürlich hier, das wird die erste Stufe, die zweite Stufe habe ich schon gemacht. Die werde ich jetzt noch mit der Lamellofräse fräsen. Und ja, damit ich das gleich alles schön miteinander verleimen kann. Ist der Hocker. Wie ihr seht, noch ein bisschen niedrig, müsste also ein bisschen höher werden, weil Kinder so im Alter zwischen 12, 13 und so weiter sind ein bisschen groß für so einen kleinen Hocker. Deswegen muss er also noch ein bisschen höher werden. Jetzt war die Idee, wie kriege ich das hin? Ich habe mir einen Vierkantrohr im Baumarkt besorgt, habe das eben auf Länge geschnitten. Ehrlich gesagt, die Länge ist ziemlich egal. Ich habe es jetzt Pi mal Daumen gemacht, aber natürlich alle Teile gleich. Ich brauchte 12 Teile, weil ich habe 3 Kisten, 2 Hocker und einen Tisch. Bei allen 3 Kisten ist das System das gleiche. Bewusst mit dieser Lasche dran, damit ich es auch irgendwie gut befestigen kann. Die wird jetzt gleich hier drin verschraubt, zeige ich euch. Und dann habe ich gehobelte Leisten. Die passen exakt eben in dieses Bauteil rein. Und damit ich immer an der gleichen Stelle bohre, wofür die Bohrung ist, zeige ich euch gleich, habe ich mir eine Bohrschablone quasi gemacht. Mit dem Reststück, was ich noch hatte von dem Vierkantrohr, habe ich ein kleines Stück von dem Holz eingelassen, habe das halt dann noch verklebt, damit es auch hält. Habe das dann einfach wie so ein Hütchen auf diese, auf die 12 Beine drauf gemacht, vorgebohrt mit einem 8er Bohrer, dann noch ein bisschen aufgerieben, damit es nachher kein Thema gibt, dass das auch in die Schraube reingeht. Ich zeige euch kurz das System. Also, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Hier habe ich schon mal Teile befestigt. Das heißt, hier stecke ich dann nachher jeweils mein eines Bauteil rein, mein Tischbein oder vielmehr mein Hockerbein. Und dann setze ich das hier unten auf die Schraube drauf. Ich zeige es euch nochmal, hier ist die Schraube und hier setze ich dann drauf. Das heißt, es ist arretiert, kann nicht hin und her wackeln. Und ja, das mache ich jetzt bei Hinterkiste und bei den anderen noch fertig. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So. Das hier sind quasi, werden das die Sitzplatten für die Hocker. Da es meiner Meinung nach aber ein bisschen zu hart ist, einfach nur auf Holz zu sitzen und auf lange Zeit auch halt einfach nicht so bequem ist, habe ich mir überlegt, dass ich Armaflex drauf mache. Armaflex ist ein Material, ja ein Schaumstoff, würde ich sagen. Das ist selbstklebendes Armaflex, das heißt, das schneide ich mir zurecht. Das hat ungefähr eine Stärke von 2 cm, vielleicht hat es auch nur 18 mm. Das schneide ich mir zurecht, klebe das dann hier drauf und werde das dann noch mit dem Stoff beziehen. Lege es mir einfach auf, gehe dann mit dem scharfen Cuttermesser an der Schablone quasi entlang. Und schneide mir das dann exakt in der Größe, die ich brauche. So, dann kann ich mir die Schablone schon runternehmen. Wenn ein bisschen was am Rand ausgerissen ist, ist nicht so schlimm, weil kommt ja noch ein Stoff drüber und man sieht es nicht. Ich zeige es euch gleich, wie es von hinten aussieht. So. Genau, hier seht ihr vielleicht die Kante vom Armaflex. Das ist halt ein Schaumstoff, der geht ein bisschen zusammen. Aber nicht zu viel, so dass es auch noch bequem ist. Und das ist die Rückseite. Die ist halt jetzt noch mit der Folie beschichtet. Die ziehe ich gleich ab. Dann ist das Ganze selbstklebend. Dann klebe ich das schon mal auf die Sitzfläche drauf.
und werde das dann noch mit einem Stoff beziehen, den ich dann unten drunter einfach vertacker, weil unten drunter sieht man es nachher eh nicht. Okay. So, vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ich hier mache. Draufgeklebt habe ich schon. Das hier, das Handtuch habe ich nur schon mal hingelegt, weil ich gleich schwarzen Stoff nehme, um das Ganze zu bespannen mit Stoff. Und da der Stoff halt erstmal jetzt zumindest bei dem feinen Schleifstaub und Arbeitsstaub, der halt einfach in der Werkstatt so ist, ziemlich schnell dreckig wird, habe ich mich dafür entschieden, lieber ein Handtuch mal unterzulegen. Aber was ich jetzt mache, ist erstmal noch eine, ja, ein bisschen eine Kante noch dran zu schneiden. Weil wenn ich es dann gleich bespanne, werdet ihr nachher auch sehen, dann habe ich einfach eine runde Kante. Anstatt, dass es nachher Falten schlägt an dieses Material, schneide ich es lieber einfach noch an allen vier Kanten ab. Das mache ich bei beiden Teilen, damit beides auch gleich eben einheitlich aussieht. So, jetzt bin ich hier schon am Betackern. Das heißt, ich ziehe mir den Stoff richtig fester. Ich habe mich bewusst für Polyesterstoff entschieden. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, weil der sehr reißfest erstmal ist. Und gleichzeitig auch kann man den Kopf ein bisschen abwischen. Das heißt, wenn mal was daneben gegangen ist, ein Glas verschüttet worden ist oder sowas, kann ich das halt nochmal ein bisschen abwischen. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Geschenk verpacken. Das heißt, nachher die Ecken schön ordentlich legen und so. Ja, das Endergebnis seht ihr gleich. Wir brauchen jetzt noch Halterung für den Hocker, der oben drauf kommt. Wir können das schon mal schauen hier. Das haben wir schon gemacht so. Wir können das ja auch gerade mal demonstrieren über den anderen Hocker, den wir schon fertig gemacht haben. Und dann zeigen wir euch, wie wir das gebaut haben. Also nochmal einen Blick in unseren Hocker rein. Das sind diese vier Metallteile und unten die Schrauben. Dann kommt da jeweils, die haben wir so abgesetzt, hier an der Kreissäge, rundherum abgesetzt. Hier kommen die Beine rein. Und dann kommt oben drauf die Sitzfläche. Damit ihr seht, wie die gemacht werden, schaut mal her, kommt mal her und ich zeige euch das. Okay, es geht los. Wir entgraden das Ganze. Wir haben es vorher auf der Kreissäge geschnitten. So. Also ich bin ein echter Holzarbeiter, also so Metall und so ist nicht mein Ding. Alu geht noch. Wenn ich jetzt so mit der Feile und so. Ich bewundere immer wieder die Menschen, die so den ganzen Tag das gelernt haben und ich habe Bekannte, die haben mir erzählt, in der Lehre haben die ganze Zeit mit der Feile da gestanden, ist der Horror für mich. Hobeln gerne, schleifen ist ja auch nicht meins, wisst ihr. Ja, okay, haben wir jetzt. Dann habe ich so kleine Klötze geschnitten. Die müssen passgenau da reingeschlagen werden. Passgenau meint, mit Gewalt. Der wehrt sich. Aber nicht mehr lang. Wir könnten es jetzt rausschneiden aus dem Video, aber ja. Ich finde das immer ganz cool, wenn ich im Video sehe, dass bei Leuten auch nichts, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren. Das beruhigt mich dann. Ich hasse ja das Feilen an sich, aber wir graben jetzt das mal an. Wir phasen das Ganze mal an, machen einen kleinen Grat dran. Jetzt versuchen wir es nochmal. Das ist wirklich wichtig, dass die Press drin sind. Der will nicht. Ich habe jetzt jede Menge von denen gemacht, das ist der letzte. Da habe ich gedacht, das zeigst du jetzt nochmal, weil dann läuft es gut. Sonst würde ich es auch rausschneiden. Aber, ja. So, passt drin. Die müssen wirklich.
wirklich Press drin sein, damit die nachher nicht abgehen. Ja, und dann in der Mitte eine Bohrung. Okay. Weiter geht's an der nächsten Baustelle. Ich nehme euch mit. Schaut mal her. Hier geht's weiter. Die Sitzfläche habt ihr ja gesehen, wie Kahn die betackert hat. Wir haben das mal grob ausgerechnet. Das sind 2,5 cm links und 2,5 cm rechts. So müsste das eigentlich passen. Das ist eine Schraube. So eine Verlängerung auf meinen Akkuschrauber drauf gemacht. Ich liebe Magnete. Ich liebe Magnetträger. Ich habe so ein paar alte gehabt, ohne, die waren unmagnetisch und ich habe die weggeschmissen. War eine Katastrophe. So, jetzt brauchen wir noch die anderen. Ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass es auf Anhieb passt. Wenn man es verkehrt umhält, passt es gar nicht. Ja. Hier wulste der Stoff auch noch. Das wird besonders sportlich. Wir schauen mal, ob es funktioniert. Ah, die gehen schon mal rein. Das passt. Jawohl. Jetzt werden wir die gleich mal hier reinschieben. Und beim Reinschieben ist es immer ganz gut, wenn das gut flutscht. Und da mache ich gerne noch ein bisschen Seife dran. Dann gleitet das besser da rein. Jawohl. Jetzt hier oben noch ein bisschen Seife dran. Auch wenn ihr so eine Schubkastenführung, so einen Schubkasten habt oder irgendwas klemmt, Seife wirkt echte Wunder. Und es riecht dann auch wesentlich besser. Schauen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Sitzt. Perfekt. Jetzt kommt der eigentlich große Moment. Das Ding ist nicht ganz quadratisch. Und wir schauen mal, ob es auch da drauf geht. Funktioniert auch. Jetzt machen wir die Belastungsprobe. Schauen wir mal, ob es da auch mich aushält. Ihr werdet es gleich sehen. Die Rollen sind schon unten. Ihr seht gar nicht, wie dunkel es draußen geworden ist. Für heute reicht's. Zum Glück haben wir es. Wir haben alles geschafft. Das ist immer so ein spannendes Projekt, ob man das so an einem Wochenende, je nachdem, ob jemand kommt mit einem Wochenendprojekt oder jetzt bei dir zwei Wochenenden. 5 Tage haben wir jetzt gebraucht. Ja. Freitag, Samstag, Sonntag, dann Freitag, Samstag und heute ist halt Samstagabend und morgen nochmal den Einbau von dem Ganzen. Was war für dich das Anstrengendste? Ja, oder das Schwerste? Für mich waren halt einige neue Herausforderungen, weil da schon manche, gerade auch Holzverbindungen bei waren, die ich jetzt so noch nicht hatte. Also die, mit denen ich jetzt selber noch nicht gearbeitet hatte. Und von daher war ich froh, dass ich halt eben in der Mitmachwerkstatt jemanden Kompetenten an meiner Seite hatte, der mir da helfen konnte, weil so hätte ich das sonst nicht geschafft, das weiß ich. Und was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, also was mir schon Spaß gemacht hat, weil das Ergebnis halt einfach top ist, ist aber auch trotzdem sehr anstrengend gewesen, sind die Kanten an Leimer hier an diesem weißen Material. Sieht cool aus, aber ist schon viel Arbeit. Ja. Ich würde sagen, wir stoßen mal zwischendurch an. Der Wein steht ständig so vor uns, genau. Und so einsam und allein. Prost. Prost. Okay. Was war das Frustrierendste? Oder was war das Schwierigste? Tja, was war das Schwierigste? Ja, wenn manches einfach nicht funktioniert hat. Zum Beispiel habe ich mich einmal mit der Fräse verfräst. Dumm gelaufen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, und da musste ich mir halt dann was einfallen lassen, wie ich das wieder ausbügele. Mir ist auch was eingefallen, von daher habe ich alles so hinbekommen. Aber es ist dann schon ärgerlich. Okay. Ich habe es nicht mitbekommen. Du hast dich mit der Fräse verfräst? Ich habe mich mal mit der Fräse verfräst, ja. Beim Bügelfräsen. Aber auch das habe ich wieder hinbekommen, sodass es keinerlei Probleme da gab. Cool. Ja, ich habe schon gemerkt, du kannst viele Dinge machen.
Hast du schon sehr gut drauf. Ja. Ja, wir haben ja schon ein paar Projekte gemacht zusammen. Das ist ja nicht unser erstes Projekt und das hier war schon sehr ambitioniertes für dich, fand ich. Ja, war schon ein Großprojekt. Ja, also weil das war so, also gefühlt war das, was du geplant hast, so das Projekt, was so am anspruchsvollsten war. Ja, absolut. Okay. Ja. Du wolltest ja zwischendurch noch komplizierter das Ganze planen und das ist dann so der Moment, wo ich dann nochmal ins Geschehen eingreife und sage, stopp, vielleicht ist es sinnvoll, mal die eine oder andere Holzverbindung nicht klassisch zu machen, sondern das mal ein bisschen vereinfacht an der Maschine oder so. Ja, ursprünglich war es noch komplexer geplant. Ja, ich bin da froh, dass du mich da wieder eingefangen hast. Ich auch, ich bin auch froh dafür. Auch ich fand es zeitweise sehr, sehr anstrengend. Ja, das war dann schon schwierig manchmal. Ja, aber ich finde toll, das Ergebnis, überzeugt. Ja. Ich bin morgen mal gespannt auf den Einbau, wie es bei dir dann in dem Zimmer wirkt. Das ist ja ein Problem, was viele haben. Und ich finde die Idee, die du hier gehabt hast, die finde ich super. Viele haben eine kleine Wohnung, beengte Verhältnisse und was mich mal interessieren würde, weißt du, was es gekostet hat? Du hast ja viele Materialien, hat sie selber besorgt, organisiert. Wir haben teilweise alte Materialien verarbeitet. Seht ihr morgen einen alten Schreibtisch von ihrem Sohn und so weiter. Das waren nicht alles neue Materialien, älteres Holz und so auch. Trotzdem... Ich schaue nochmal nach und kann morgen, wenn wir es zusammenbauen, gehe ich nochmal drauf ein. Das würde mich interessieren. Sagen, was das genau also, an Material jetzt gekostet hat. Ich weiß jetzt, was das Holz gekostet hat und so. Ja. Wie gesagt, ein Projekt, was wirklich für Familien, die nicht so viel Platz haben, eine coole Sache ist. Oder du bist ja alleinerziehend, wenn man eine kleine Wohnung hat, eine Ecke fürs Kind, wo man sitzen kann. Also mit Sofa, ihr seht es ja morgen. Und ein Schreibtisch und ein großes Bett. Ja. Coole Sache. Wir lassen den Abend noch ausklingen. Morgen ist Montage. Morgen laden wir das Ganze in den Hänger und in den Bus. Fahren es hin zu dir nach Hause in die Wohnung. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Und bis morgen.